Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Whispered World. Wir stehen hier auf einer grünen, saftigen Wiese, dort wo wir Rast halten mit unseren Wohnwagen, denn wir gehören zu einer wandernden Gauklerfamilie. Das ist Sedgwick, unser Protagonist, den wir steuern dürfen, der traurige Clown. Und ich würde vorschlagen, wir reden jetzt mal mit Ben. Wer auch immer es darstellen mag, ist es unser Vater, unser Bruder, unser Tablettenverabreicher, unser Steuerberater, Peter Zwegert, unsere Schwester womöglich oder einfach nur deine Mutter. Wir werden mal gucken, ob wir das herausfinden können, indem wir einfach mal mit ihm reden. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wird alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedgwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Im Grundsatz hat er ja schon recht, ne? Wann ist denn unser nächster Auftritt? Wenn ich Sedgwicks Gesicht richtig deute, freut er sich schon richtig bombig darauf. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Aha, das Ende? Was für ein Ende? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Sedgwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kabarett oder einfach Theater oder so ein bisschen philosophische Anekdoten oder aber Gedichte. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber... Der Ben ist ganz schön unsympathisch, ne? So wie der auf den Sedgwick reinhackt, ist es kein Wunder, dass unser Sedgwick so ein bisschen depressiv ist, so ein bisschen emo ist. Naja, Theater. Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Gut, die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Hey, da fällt mir ein, da ist es ja mit dem Zirkus genauso wie mit dem Privatfernsehen. Da kann man sich auch berieseln lassen, ohne nachzudenken. Ja, Philosophie. Ja, Philosophie. Sein oder nicht sein. Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Och Mensch. Ja, irgendwas Intelligentes halt, Mann. Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal. Wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Ja, da hat er auch wieder recht, ne? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Also ich mag bissigen... Oder den Kanonenschuss. Nein, ich habe die ganze Kohle auf meinen Notizzettel vergossen. Das ist eine Schande. Die werde ich nachher wegwischen. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich.
Der redet vom Ernst des Lebens, ist aber ein Clown. Naja, ist auch nicht schlecht. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwa schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Na klar. Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey! Verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Ja, okay, dann hau ich rein. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Er ist ein trauriger Clown, der eine Maske trägt und darunter seine Tränen zählt. Tja, ich würde sagen, reden wir jetzt mal mit Opa. Der hat ja einen langen Bart und das scheint also ein Indiz für Weisheit zu sein. Vielleicht kann er mir ja helfen und vielleicht ist er auch gut in der Traumdeutung, so Sigmund Freud oder so. Ey, nicht immer, ich vergesse immer, ich will immer Rechtsklick machen, weil ich das so gewöhnt bin bei den meisten Spielen und er öffnet immer das Inventar. Das ist ein bisschen komisch. So, Opa, schläft der eigentlich? Ich denke die ganze Zeit, das Schnarchen kommt vom Opa, aber das ist ja das Zugtier. Bruno heißt der, ne? Naja. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte ebenso. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ach Mensch, Opa. Ein Opa, der an Demenz leidet, ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerz und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Immer. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Allerdings, aber ich finde das eine wichtige Information. Und ich kann mich auch schon auf Hämorrhoiden und Rückenbeschwerden und Schnappatmung freuen. Ach, das wird toll. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Matt, das ist ja mal ein richtiger Hausfrauentipp. Das muss ich mal ausprobieren. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Ja, was weißt du denn über den Herbstwald? Ist das hier der Herbstwald? Könnte ja durchaus sein. Wir müssen ja immer noch Zuschauer suchen für unsere Gauklervorstellung. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Eher grau, würde ich sagen. Wobei, das ist eher eine andere Farbe, die ich jetzt nicht deuten kann. Und Ben ist ein Arschloch.
Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Pepperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Den Opa finde ich drollig. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Was ich noch mal gucken wollte, ob es eine Hotspot-Anzeige gibt, das werde ich gleich mal überprüfen. Bis später. Bis später. Kopf hoch, Ben. Alles klärchen, es gibt eine Hotspot-Anzeige. Wie schön, da können wir uns ja mal ein bisschen bedienen. Eine Schaufel, damit wir das Inventar mal ein bisschen füllen. Ich spreche jetzt mal mit der Schaufel. Ja, ich bin objektophil, ich stehe auf Schaufeln. Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Wie komme ich da überhaupt drauf? Weil du Hunger hast vielleicht. Dann denke ich auch immer an Löffel und Gabel und Messer und hast ja nicht gesehen. So, jetzt haben wir eine Schaufel. Haben wir die jetzt im Inventar? Ja, tatsächlich. So läuft also das. Schön, Hotspot-Anzeigen sind toll. Die sind sehr praktisch. So komme ich also in den Wald. Ach, vielleicht machen wir das mal zuerst. Vielleicht sehen wir da noch andere lustige Gesellen, mit denen wir reden können. Wo willst du hin? Ja, meinen Job erledigen, Nase. Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Ja, ich kann mir ja Brotkrümel auslegen, damit ich wieder zurückfinde. Die dann auch garantiert nicht gegessen werden von irgendwelchen wilden Tieren. Da bin ich ja ganz blauäugig. So. Ah, toll. Hä? Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Schön. In den Wald können wir also erstmal nicht. Vielleicht brauchen wir noch eine Karte oder was ähnliches. Eine Falle? Eine Falle? Ach, eine Vogelfalle oder was soll das sein? Ich weiß nicht, wie die funktionieren soll. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noahi-Eier als Köder. Feuerdrachenfalle? Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Noahi-Eier für ein Omelett benutzt. Na, hoffentlich hat's denn geschmeckt. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Spot kugelt immer noch vor mich her, ne? Wann fängt er denn wieder an, sein Wasser zu lassen? Wann muss er denn mal auf die Toilette? Na ja, egal. Tür, ich kann auch in den Wohnwagen reingehen, ne? Machen wir doch mal. Ich kann immer 2 Optionen anwählen, irgendwie. Opa? Darf ich in deinen Wohnwagen? Aber sicher, mein Junge. Du willst wohl schon von der Petroleum zu benaschen, ha? Huh? Und wer will es dir verübeln? Mein Magen vielleicht? Petroleumsuppe? Die Tür ist morsch und undicht. Nachts zieht es wie Hechtsuppe. Ein Wunder, dass Opa nicht schon längst in einer Lungenentzündung gestorben ist. Er ist halt ein robuster alter Mann, ne? Den haben die Jahre stark gemacht. Wieder fahren wir Bruno. Will da rein? So, dankeschön. Ach! Menschen, Skinner, was hat er denn hier am Laufen? Sein Gebiss! Widerlich. Mach mal zu hier, damit ich hier ungestört bin. So, jetzt kann ich hier eine Orgie feiern, aber ich habe keine Frauen da und auch keine Männer. Je nachdem, wie seine sexuelle Ausrichtung denn sein mag. Korken. Ich habe erst Knorken gelesen, was auch immer ein Knorken ist. Ich entkorke keine Flaschen mehr mit den Zähnen. Das mit dem bemalten Stein war wirklich ein fieser Trick von Ben. Ich hasse Ben! Verkorkst trifft verkorkt. Habe ich nicht verstanden. Bin doof. Aber jetzt haben wir einen Korken. Ist das eine Schlange oder was ist das da? Das sieht auf jeden Fall eigenartig aus. Frosch. Das Gebiss, das will er jetzt nicht wirklich mitnehmen, ne? Das sind nicht seine 3. sondern bereits seine 5. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Ah, Holzwürmer, Holzgebisse. So war's damals. Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Ja, aber in die Tasche steckst du dir es, natürlich. Das ist natürlich sehr konsequent. Und Taschentuch. Von Opa schon benutzt. Mit lecker Opa-Schnotter dran. Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund. Ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat.
Wie hast du denn jetzt so komisch geredet? Was ist los mit dir? Naja, in die Tasche stecken kann man sich ja trotzdem. Oh, Frosch, kann ich den... Nee, kann ich jetzt aber nicht mitnehmen, ne? Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ja, wie liebevoll er seine Frösche doch behandelt, indem er sie in eine Flasche quetscht. Oh. Ich lass ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln, wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Nee, er könnte dabei ja draufgehen. Naja, Kochbuch. Oh. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Nein, tu's nicht. Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Gut, Spot ist süß. Ich mag Spot. Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte, aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Dass Ben eine schlechte Meinung von dir hat, das haben wir schon die ganze Zeit jetzt feststellen dürfen. Der ist ein Arsch. Naja, ist ja auch egal. Freunde der Sonne, der Part ist an dieser Stelle zu Ende. Wir werden uns im nächsten Part hier weiter umsehen, was es denn hier zu entdecken gibt. Und mal gucken, ob wir hier auch irgendwie von diesem Lagerplatz irgendwie weggehen können. Durch den Wald können wir ja scheinbar schon mal nicht, aber ich habe mich auch noch nicht komplett umgesehen. Ich bin also gespannt. Bis zum nächsten... Oh, da ist mein Hund einfach ins Mikro gerannt. Das kann ich jetzt echt, also das tut mir leid. Bis zum nächsten Mal, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.